Hallo, Armin Staudt mit einem weiteren Photoshop-Tutorial aus unserer Reihe Leaks, Flares and Bokeh. Heute geht es, worum? Um Licht natürlich, klar. Wir haben jetzt in den vergangenen Videos, ich glaube, das waren mindestens so 7 oder 8 Stück, haben wir eigentlich im Schnelldurchlauf einige Techniken gesehen. Vor allen Dingen das erste Video, wo es um die Basic ging, war ziemlich schnell, ne? Aber das sollte ja auch nur eine Übersicht sein. Jetzt machen wir das mal ein bisschen langsamer. Heute geht es einfach mal um die Bildwirkung, wie wir die verändern können mit so einem Lichteinfall. Ja? Und zwar auch die Art und Weise, wie wir den Lichteinfall einbauen. Hier haben wir einfach so ein kleines Panorama von Berlin, das ich vom Funkturm aufgenommen habe. Ein wunderbar scharfes Foto. Ja, da ist echt die Sony, das ist so geil, das ist hier scharf, guck mal. Ja, und wenn ich jetzt mal die Retusche rausnehme, ich nehme auch mal die Schärfeebene raus. Das hier ist quasi das Original, wie es aus Lightroom kommt. Ja, und man sieht sogar hier hinten noch den Schriftzug auf dem Luftballon. Ja, oder hier, das könnte man auch noch lesen, wenn man da Bock drauf hat. Waldorf Astoria steht da. Okay, das Einzige, was ich hier gemacht habe, ist, ich habe eben ein paar von diesen Logos wegretuschiert und ich habe einmal eine kreative Frequenztrennung angewendet, sodass wir also scharfe Kanten haben und etwas gereinigte Flächen haben. Das ist das Einzige, was ich hier gemacht habe. Und in Lightroom habe ich das so bläulich entwickelt. Sieht man auch ganz gut, oder? So ist alles irgendwie hier bläulich nach hinten. Sfumato heißt das übrigens, ne? Wenn das nach hinten dunstiger wird, in der Malerei nennt man das so. Das hat Leonardo da Vinci erfunden. Okay, jetzt wollen wir mal dem Leonardo folgen. Und wenn ich mir das jetzt mal hier, warte mal, mal zum Beispiel in dieser Ansicht angucke, ohne die störenden Paletten, dann und die Augen schließe und sie dann wieder öffne, dann lande ich ungefähr hier mit meinem Blick, ja? Und dann breitet der Blick sich aus und der geht aber letztendlich immer vertikal nach hinten. Ja, im Grunde ist es ja die Fernwirkung auch bei so einem Panorama hier, die interessant ist. Und das ist ja auch toll so. Aber was wäre, wenn jetzt dieser leichte, hellere Lichtfluss, den wir hier haben, wenn wir den ein bisschen verstärken, dann hätten wir nämlich noch mehr das Gefühl, dass von außerhalb Licht einfällt und dann wird die Fernwirkung dadurch noch verstärkt, weil man nämlich dann Lust hat, irgendwie auch nicht nur vertikal zu gucken, sondern auch horizontal. Was ist denn eigentlich hier rechts? Ja? Also man spielt ja auch immer ein bisschen mit der Fantasie des Zuschauers. Der stellt sich dann vor, der guckt sich das an und dann dreht er sich und guckt sich das ganze Panorama an, also 360 Grad oder so. Und das kann man ein bisschen verstärken. Jetzt gehen wir mal wieder auf die normale Ansicht. Dazu brauchen wir natürlich jetzt einen Lichteinfall. Heute nehmen wir einfach mal einen, den ich mir hier gespeichert habe in meiner CC-Cloud, und zwar einen ganz unscheinbaren. Ja, der ist gar nicht so extrem. Seht ihr? So, den muss ich jetzt einmal spiegeln, weil die helle Seite irgendwie hier rechts sein soll. Und jetzt mache ich die Ansicht ein bisschen kleiner und zuppel mir den einfach zurecht. Das heißt, ich schiebe den hier in die Ecke oben und mach den einfach in die Größe, und um jetzt schon mal einen Eindruck zu haben, wie der wirkt, setze ich den in negativ multiplizieren. Ja, das ist quasi unser Modus, den wir bei sowas nehmen, zu 99%. Manchmal kann man auch mal weiches Licht nehmen oder was anderes, aber in der Regel ist das immer negativ multiplizieren, was so viel bedeutet, dass unsere helleren Farben auf die dunkleren Farben des Bildes übertragen werden. Ja? Also so grob gesagt. Jetzt bestätige ich das mal und jetzt haben wir schon eine Wirkung erreicht. Das sieht jetzt ein bisschen dunstiger und noch nebliger aus. Jetzt ist ja natürlich klar, dass wir dabei nicht stehen bleiben, sondern dann noch ein bisschen weiterarbeiten. Hier sieht es irgendwie so aus, als wäre da was auf meinem Objektiv quasi drauf oder da nochmal so Licht reinfällt. Gefällt mir nicht so gut, das müsste weg, und hier haben wir noch so einen grünen Rand. Ja, ich gehe jetzt mal mit einem Altklick auf das Auge, da sieht man das, dieser Rand, und das hier, das müssen wir noch bereinigen. Aber bevor wir das machen, schauen wir erstmal, ob wir mit einer Maske das so einschränken können, dass die Wirkung noch mehr verstärkt wird. Und es ist klar, wer jetzt meine Videos kennt, der weiß sofort, aha, jetzt fängt er wieder mit Luminanzmasken an, ja. Ich setze jetzt voraus, dass ihr wisst, was das ist und wie das funktioniert, ja, und dass ihr euch auch diese Aktion mal gebastelt habt, irgendwie, ich glaube, aus dem zweiten Video oder so, ja. Ich mache das jetzt mit Befehl und F3. Da liegt meine, hallo, Befehl F3. Oh, das war F2, alles klar. Jetzt habe ich es geschafft, die zwei. Ich kann die Zahlen nämlich von hier aus gar nicht lesen, von den F-Tasten. Ich muss das immer schätzen. So, jetzt habe ich eine Schwarz-Weiß-Darstellung, die ich mir jetzt noch bearbeiten kann. Das heißt, alles, was ich jetzt dunkler mache, darauf fällt nachher unser Lichtschein weniger. Und alles, was ich jetzt heller mache, darauf fällt der Lichtschein halt mehr. Ja, und ungefähr so würde ich das haben wollen. Das heißt, überall hier, wo es dunkel ist, wird unser eingebautes Overlay quasi ausgeblendet. Ja? Jetzt haben wir einfach nur eine Schwarz-Weiß-Darstellung, mehr ist das nicht. Und jetzt gehen wir einfach mit Befehl Alt und 2
holen wir uns die Luminanzmaske. Ja, das habe ich alles schon beschrieben und zwar auch langsam genug, sodass ihr das jetzt wissen könnt. Jetzt blende ich einfach meine Ebenen für die Luminanzmaske aus, blende jetzt wieder meinen Leak hier ein und dann hänge ich diese Auswahl als Maske da dran. Und schon sind wir im Prinzip fertig. Ja, vorher, nachher. Das heißt, dass dieser Lichtschein jetzt nur noch ziemlich subtil da drin ist. Klar, wenn man das jetzt verstärken will, dann geht man hier oben in die Eigenschaftspalette von der Maske und dann ist es ohne Maske und es ist mit 100% Maske. Und dann kann man quasi hier langsam runtergehen und dann gucken, wo so die Wirkung erreicht ist, die wir irgendwie haben wollen. Ja? Andersrum kann man auch zum Beispiel die Kante weich zeichnen. Das habe ich jetzt aber noch nicht ausprobiert bei dem Bild. Weiß ich nicht, was da passiert. Dann wird das Ganze unschärfer. Das wirkt unschärfer. Das hier ist quasi wie so ein Gloomy-Effekt. Das Bild bleibt genau gleich scharf. Ja, also wenn ihr da genau hinguckt, seht ihr, hier ändert sich nichts an der Schärfe, aber wir wischen da quasi Helligkeiten in die dunklen Bereiche rein, sodass die Kontraste flacher werden. Und dadurch, durch die flacheren Kontraste, wirkt es halt unschärfer. Das kann man vielleicht bei Porträts ganz gut einsetzen. Ob ich das jetzt hier einsetzen möchte, bin ich mir nicht sicher. Ich würde das in diesem Fall einfach bei so lassen, bei 100%. Ja, ich würde es hier gar nicht übertreiben. Ich möchte zum Beispiel gar nicht, dass das hier unten so heller wird, weil ich will jetzt nicht, dass der Eindruck entsteht, dass der Smog hier auch da unten ist. Ja, es reicht eigentlich, wenn der Smog am Horizont ist. Jetzt haben wir einfach hier so ein bisschen rötliches Licht in dieses bläuliche Bild reingebracht. Ja, und dadurch, finde ich, ist die Farbwirkung schöner geworden. Jetzt habe ich aber gesagt, dass es da noch störende Stellen gibt. Ja, jetzt habe ich mit einem Alt-Klick auf das Auge einfach alle anderen Ebenen ausgeblendet und mit einem Shift-Klick auf die Maske habe ich jetzt auch noch die Maske ausgeblendet, so dass ich jetzt mein Overlay hier quasi zu 100% sehen kann. Jetzt nehmen wir einfach einen Mischpinsel hier unten mit relativ hohen Werten und ich nehme auf Vordergrundfarben. Ja, also hier Vordergrundfarben, also Volltonfarben steht hier. Vordergrundfarben, Schwachsinn, Volltonfarben. Okay, dann nehme ich mir hier eine Farbe auf. Jetzt ist halt die Frage, will ich es halt heller haben oder will ich es halt in dem Ton haben? Ich möchte es in dem Ton haben. Und jetzt wische ich hier langsam quasi, wenn ich auf dem Bild bin, da rein. Das funktioniert aber nicht. Warum funktioniert das nicht? Weil das ein Smart-Objekt ist. Das heißt, wir müssen das erst rastern. Ja, und zwar, indem wir einen Rechtsklick auf die richtige Stelle der Ebene machen. Ich mache das jedes Mal falsch. So, jetzt haben wir die gerastet, jetzt ist es eine Pixelebene, jetzt kann ich hier schöne Farbe aufnehmen und kann hier reinwischen. Ja? Wie gesagt, das muss nicht so hundertprozentig sein, es geht hier eher um den Farbton, weniger um diese Struktur. Das ist vielleicht sogar ganz gut, wenn hier so ein paar Unregelmäßigkeiten noch reinkommen. Jetzt machen wir das Gleiche noch auf der Seite. Das heißt, mit langsamen Pinselstrichen seid ihr bei dem Mischpinsel besser bedient, weil manchmal ist das so, wenn man da zu schnell und hektisch arbeitet, dass der einfach ein paar Sekunden braucht, bis der Pinselstrich hinterherkommt und das nervt dann auch wiederum. Ja. So, jetzt haben wir das wieder eingeblendet. Jetzt haben wir hier die Luminanzmaske wieder drin. Vorher, nachher, gefällt mir besser. Wie gesagt, das ist hundertprozentig einfach nur Geschmackssache. Ja. Man kann hier keine objektiv sagen, das müsst ihr so machen oder so. Das wäre jetzt nur ein Vorschlag. Also einfach ein subtiler Lichteinfall mit einer Luminanzmaske und die, wie gesagt, ja, das ist ja bei Bild zu Bild ist das ja verschieden. Ne? Also bei anderen Bildern würde ich es ja wahrscheinlich hier so arbeiten, keine Ahnung. Ja, das heißt, ihr müsst es quasi für jedes Bild neu entwickeln. Ihr könnt da nicht einfach immer den gleichen nehmen mit der gleichen Maske oder so, das funktioniert nicht. Sondern guckt euch die Bilder an, dann stellt euch vor, welche Wirkung ihr haben wollt und dann versucht ihr das irgendwie einzubauen. Dann kann man jetzt zum Schluss das hier noch löschen. Das brauchen wir nicht mehr und dann wären wir jetzt fertig. Ja, dann würde ich das jetzt so abspeichern. Alles klar? Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Euer Armin Stautz.